Hallo und willkommen zum heutigen Kochvideo. Heute koche ich Spaghetti. Nehme dafür die ganz dünnen, werden auch Cappellini genannt, sind Spaghetti Nummer 1. Dazu mache ich kleine Tomaten, schwarze Oliven, die habe ich halbiert, milde Peperoni habe ich in Ringe geschnitten, die Zwiebeln in Streifen, dann habe ich zwei Knoblauchzehen in Blättrig geschnitten und mache ganz am Schluss etwas Rucola mit dazu. Hier habe ich mal eine Pfanne vorgeheizt, mache etwas Olivenöl rein. Erhitze das Olivenöl. Zeitgleich habe ich Nudelwasser aufgesetzt gehabt mit Salz. Wenn das Olivenöl heiß genug ist, fange ich mit den Zwiebeln an. Die schwenke ich ganz kurz an, natürlich kocht das Wasser schon, mache ich Spaghetti rein. Die Spaghetti in der ersten Minute öfter mal umrühren, sonst kleben die zusammen. Jetzt gebe ich den Knoblauch hinzu. Und gebe dem Zwiebeln und Knoblauch etwas Farbe. Jetzt, wo die Zwiebel Farbe bekommen haben, mache ich die Peperoni und schwarzen Oliven dazu. Und schwenke die kurz mit an. Dann kommen Tomaten hinzu. Und würze es jetzt ganz leicht mit Salz, Pfeffer. Vom Nudelkochwasser nehme ich etwas Wasser weg, gebe ich da hinzu. Man kann schon die Nudeln abstecken, weil sie fertig sind. So, wo das Kochwasser jetzt weg ist, mache ich ein bisschen Rucola mit dazu. Schwenke es einmal durch. Mache ein Spaghetti rein. Mal durchschwenken. Die Herdplatte kann man ausschalten jetzt. Ich nutze die restliche Wärme aus, um Nudeln zu erhitzen. Ich mache das als Pfeffer noch dazu. Und dann kann man es anrichten. So, für dieses Nudelgericht habe ich keine 10 Minuten gebraucht. Die Cappellini sind so dünn, die kochen sehr schnell. Und das Gemüse, was drin ist, mit Oliven, Peperoni und Tomaten, geht sehr schnell. Als Garnitur oben noch ein bisschen frischen Rucola. Man darf eins nicht fehlen. Frischgerieben Parmesan-Käse. Und so sieht es dann aus. Echt lecker, duftet auch sehr gut. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Schreibt was in den Kommentaren rein. Bis zum nächsten Video.